Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben Sommer. Naja, zumindest den Sommeranfang. Wir hätten gerne Sommer. Hätten gerne Sommer. Aber ist egal. Ist trocken. Es ist trocken und wir mähen jetzt. Genau. Erster Schnitt. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt einmal, bevor wir mähen, ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt ein neues Mähwerk. Mal gucken, ob es durchhält oder ob es knallt. Wir haben jetzt spontan entschlossen, dass wir jetzt schon mähen, ne? Ja, genau, weil die soll jetzt gut bleiben und es soll auch warm werden. Aha. Von daher. Ja, aber wir machen ja eh kein richtiges Heu, sondern Heulage. Genau. Weil, also Heusilage, weil ja, Matthias kriegt die Ballen wieder. Genau, und der. Und der möchte gerne Heu, also Heu in der Folie haben, also ein bisschen feuchteres Heu. Mhm. Will er gerne pressen. So, und da haben wir dann gedacht, okay, gut, dann mähen wir jetzt. Freitag hat Matthias Zeit zum Pressen. Und dementsprechend machen wir das jetzt runter, werden das aber dann morgen erst wenden. Erstmal ist es dann leichter für den Heuwender, ist ja klar, weil es dann schon ein bisschen trocknen kann. Und dann trocknet es nicht ganz so schnell, weil es darf ja nicht allzu trocken sein. Also so ganz, ganz richtig Heu ist es auch nicht, was in Ballen kommt. So, und nun müssen wir natürlich gucken, gut, okay, nun ist das hier natürlich alles nahe beim Haus, das Stück, ob da irgendwelche Tiere drin sind. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, dass wir das einmal checken. Nehmen wir unseren Spürhund mit rein. Wir haben Yoshi und vorneweg nehmen wir natürlich jetzt erstmal die Drohne. Fliegen da einmal mal drüber, wir haben zwar keine Wärmebilddrohne, das wäre natürlich das Nonplus Ultra, aber die haben wir nicht, weil die kostet zigtausend Euro Geld. Ja. Und, aber ich glaube, dieses plattgedrückte Heu, wo da, Gras, wo dann die Tiere drin sind, die haben noch keinen Fluchtinstinkt, wenn die jung sind. Die ducken sich ja nur, die haben ja nur diesen Duckinstinkt. Und das heißt, die scheuchen nicht auf durchs Mähwerk. Ne? Das heißt, die bleiben sitzen und dann ist es scheiße. Ne? Genau. Also suchen wir die jetzt erstmal mit der Drohne. Wir suchen jetzt mal, ob wir da was finden. Genau. Und dann gucken wir mal. Gott sei Dank ist das Stück nicht so groß, das kann man gut machen. Nee. Nahe beim Haus sind die eigentlich sowieso nicht. Wir haben hier viele Rehe, ja. Aber nicht hier beim Haus. Ich glaube auch nicht das, aber wir gucken trotzdem. Genau. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Genau. So, mit O. Dann wollen wir mal gucken, was er sagt. Ich meine, mittlerweile die Kameras sind ja schon gut von den Drohnen und das Display auch. Da kannst du eigentlich viel, relativ viel drauf sehen. Mal gucken. Wie leise die ist, ne? Wahnsinn. Ja, dann ist sie weg, ne? Hier sieht man auf jeden Fall schon schön die Spur vom Pächter, wo der immer lang eiert. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Aber nee, aber ich hab's ja, ich hab's ja, wollte gerade sagen. Hier ist so eine, zum Beispiel so eine Stelle. Ja, ne? Genau. Was da los ist. Wo fliegt die Drohne hin? Aber da ist nichts. Siehst du? Kann man relativ genau. Isabelle muss nicht mit dem Kopf davor, siehst du das? Da ist nichts. Kannst echt drehen, das geht echt gut, ne? Nichtsdestotrotz laufen wir gleich nochmal durch, ne? Gut. So, wir machen das jetzt mal weiter und suchen mal das ganze Feld ab und dann laufen wir gleich nochmal durch mit Yoshi, mal gucken, was der dazu sagt, ne? Genau, machen wir. Okay. Geil, wa? Also jetzt im Ernst, also du kannst es so gut sehen von oben. Du kannst jedes einzelne Loch anfliegen, nochmal genau drauf. Mega geil, also wirklich gut. Nichtsdestotrotz laufen wir jetzt natürlich noch einmal durch, aber da ist nichts drin. Das hätten wir auf jeden Fall gesehen. Rea ist gestern auch einmal zu unserem Püt, sagen wir dazu, dahin gelaufen. Und zu so einem kleinen Teilchen, da kannst du jede einzelne Fußspur, kannst du auf der Drohne sehen. Das ist super gewesen. Und man kann auch immer gut sehen, wo der Hund langläuft. Ja, genau. Du siehst jeden Hund, jeden Hundeweg. Das ist geil. Gefällt mir. Also wie gesagt, die Jägerschaft anrufen, ja. Aber die kommen nicht für... Nicht für unsere Fläche. Nicht für unseren Hektar raus. Ja. Von daher, die haben auch ganz andere. Die sollen mal echt in diese großen Flächen suchen. Das ist alles gut. Ja. Das kriegt man wohl noch so in den Griff, glaube ich. Ja. Na? Okidoki, wir laufen jetzt einmal durch. Machen wir. Yoshi ist auch am Suchen. Ja, auch. Genau. Dann laufen wir alle durchs Gras. Hier ist das eh nicht so hoch. Da hinten wird es höher. Da oben habe ich. Aber auch hier laufen wir einmal durch.
Na? Nachher einmal auf Zecken absuchen, ne? Oh ja, aber wir haben ja lange Sachen an. Ja, aber besser ist, nicht? Ja. Ich glaube, länger hätten wir gar nicht warten dürfen, weil das ist hier schon teilweise echt umgekippt hier. Ich weiß gar nicht, was das soll. Es ist richtig... Ja. Sieht aus, als wenn da irgendwelche Tiere sich drin gewälzt haben, ne? Aber das wird der Wind gewesen sein. Ja, das glaube ich auch. Dass das der Wind war. Komisch. Naja, konnte ich gerade schon von oben sehen, ich denke. Was ist da los? Kein Rehkitz gefunden, aber das hatte ich mir schon fast gedacht. Aber ihr wisst ja, besser Vorsicht als Nachsicht, wie gesagt. So, ich war jetzt mal so frei, habe den Heuwender wieder hinter McCormick gebunden. Dazu die alte Ackerschiene da wieder rein, dass das Ganze hängt. Dann fehlte mir die Gelenkwelle, die war ja bei dem Heuwender damals nicht dabei. Und nun hatte Hans-Jürgen, schöne Grüße gehen raus, das ist der Mann mit dem Güllefass, mit dem 1455, der hat noch eine über und der hat mir die gegeben und die benutze ich jetzt dafür. Hat sogar eine Rutschkupplung. Ne? Ob man sie braucht, weiß ich nicht bei sowas, aber ja, wenn da was zwischenhängt, dann hat er auf jeden Fall eine Rutschkupplung. Ich weiß gar nicht, ob da auch eine drin ist, wahrscheinlich nicht. Ne? Naja, auf jeden Fall ist das eine Walterscheid mit Rutschkupplung. Das heißt, die sollte auf jeden Fall halten. Super. Die ist nämlich 1,75 Meter muss sie sein. Von da hinten bis zum Trecker. Und das passt auch mal gerade so. Also die ist jetzt noch, ich weiß gar nicht, 20 cm oder sowas überlappen. Das geht noch alles, aber kürzer hätte es auch nicht sein dürfen. Er hatte mir vorsichtshalber eine Verlängerung mitgegeben. Aber die brauche ich jetzt ja gar nicht. Die steckst du nämlich drauf und dann ist dein Zapfwellenstummel länger. Ja, mach dann nochmal 10 cm aus. Die helfen einem natürlich. Aber in diesem Fall brauche ich sie jetzt nicht. Das passt alles. Gut, so. Ich hatte ja letztes Jahr schon neue Zinken reingesetzt. Also alles, was so frische Farbe hat, das kommt ja noch von mir. Danach hat mein Bruder den benutzt, den Wender. Und seitdem stand er nur rum. Also werde ich jetzt Luft auffüllen, weil die sehen alle so ein bisschen schlapp aus. Und dann lassen wir ihn mal Probe laufen, den guten KH... Wie heißt das Ding nochmal? Nee, HR462. Heurebell. War aber noch ein Bar drin, das ging sogar. So, noch hat er hier Deckel dran. Auf der Seite fehlt der, da wo eigentlich das, der Deckel hin müsste, wegen dem Ventil. Die Deckel sind ja eigentlich dafür da, diese Radkappen, um halt, damit das Heu sich nicht an den Ventilen verfängt und dann unter Umständen das ganze Zeug abreißt. So, nun ist hier ein Deckel drauf, aber leider ist bei der Aufsperrung kein Ventil hinter. Das kann ich das drehen? Nee, ne? Ah, Schraube anlösen, kannst du die Geschichte drehen und hier ist auch die Ventilkappe hinter. Geil, wa? Also der Trecker. Super. So, mal gucken, ne, was er macht. Kupplung. Zapfwelle rein. Also ohne Witz, so ruhig, wie das Ding läuft. Da kann sich mein Mähwerk mal eine Scheibe abschneiden. Auch mit der Gelenkwelle, passt super. Das läuft alles. Ich habe jetzt alle Reifen auf 2,5 Bar aufgepumpt. Ich war mutig, trotzdem ja teilweise porös sind. Ja, ich glaube 3 Bar müssen sie eigentlich haben. Ich denke, komm, machst du 2,5, das passt. Und abgeschmiert ist er auch. Ja, dann ist das gespannt schon mal bereit. Öl habe ich auch kontrolliert im Wasser, das passt alles. Beim Kleinen hier. Seht ihr? Das ist alles super. Auch wie leicht das Ding läuft, ne? Ihr seht ja, wie lange das jetzt noch braucht, bis es stehen bleibt. Das ist schon gut.
Besser geht's nicht. Wie neu, kannst du bald sagen, ne? Ja, dann ist das Gespann bereit. Jetzt machen wir den 633 fit hinterm Mähwerk. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen, ne? Der Gerät ist jetzt hintergehangen und ja, ich habe es jetzt wieder ein bisschen tiefer gestellt. Beim letzten Mal habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, habe ich es ja hochstellen müssen. Nun habe ich allerdings mit einem noch gesprochen, der das gleiche Mähwerk hat. Also nur als 2,10 Meter Variante. Und der hat andere Klingen hier drin. Also hier sind gerade drin und der hat die geköpften, die so eine Biegung machen. Das leuchtet mir auch ein, dass da die falschen drin sind, glaube ich zumindest, weil ja, man sieht ja, dass die Messer nicht, die Klingen nicht ganz gerade sind, ne? Also theoretisch müssten sie hier einmal rum zufassen und dann gerade sein. Also ich glaube, da liegt schon mal der erste Fehler, dass ich die falschen Klingen drin habe. Aber er mäht ja damit und ich habe jetzt gar keinen anderen, deswegen nehme ich die jetzt auch. Aber ich glaube, da sind die falschen drin. Ja, genau, das also erstmal dazu. Ich habe das Video, also das Video ist jetzt noch nicht raus zum Mähwerk, wo ich jetzt mähe. Also es überschneidet sich gerade so. Deswegen habt Nachsicht mit mir, wenn ihr geschrieben habt, dass da die falschen Klingen drin sind. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich es noch nicht, aber in diesem Moment bin ich schon selbst darauf gekommen. Und natürlich auch durch Andreas, der das gleiche Mähwerk hat. Ne? Genau, so. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an zu mähen. Ne? Abgesucht ist alles, abgeschmiert ist alles. Trecker hat Öl, Trecker hat Sprit. Ja, dann können wir jetzt eigentlich mal starten. Und wir fangen in der Mitte an und arbeiten uns nach außen. Wobei das bei dieser Fläche eigentlich relativ peng ist, glaube ich, weil die relativ schmal ist. Also so viel ist nicht mal ganz ein Hektar. Von daher ist es da noch egal. Ab einem Hektar musst du, glaube ich, von innen anfangen, von der Mitte anfangen zu mähen, soweit ich das weiß. Ich mache es aber trotzdem schon. Ne? Genau, dann arbeiten wir uns mal von innen nach außen durch. Ne? So, ablassen. So, nur hängt leider, das Mähwerk kriegt er nicht ganz hoch. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es normal ist. So, dann wollen wir mal gucken, wie das hier mäht. Ja, so soll es ja auch sein. Achso, das waren nur die Klingen, ja, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Wie hoch wird er jetzt mähen? Oh, das ist eine Punktlandung, wa? 7 cm. Und auf der anderen Seite? Auch 7. Zwischen 6 und 7. Ja. Je nachdem, nach Bodenbeschaffenheit, zwischen 6 und 7. Ja. Gut, dann können wir eigentlich noch ein bisschen höher machen, theoretisch. Einticken oder machen, oder ist der Unterlenker noch? Wir können den Unterlenker auch noch ein bisschen länger machen. Das machen wir. Den Unterlenker ein bisschen länger, dass er ein bisschen so mit der Nase nach oben guckt. Und dann spare ich mir nämlich auch Klingen. Das hat mir nämlich Matthias erzählt. Er sagte, wenn du ein bisschen so minimal nach oben machst vorne, dann ist er nicht gleich in der Erde drin. Dann sparst du Klingen. Ja, perfekt. Dann machen wir das doch.
So, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ne? Er legt das schön in der Mitte ab. Er mäht auch schön sauber, ne? Und macht, was er soll. Ich fahre extra langsam. Normalerweise kannst du viel schneller damit fahren. Okay. Aber erst mal kennenlernen, genau. Und außerdem, ja, dann habe ich da auch länger was von, ne? Nö, macht ja auch Spaß. Auch wenn ich immer noch von diesen Kreisenmähwerken nicht viel halte. Also vom Mähergebnis, gar keine Frage, deutlich auch viel schneller und viel einfacher wie so Messerbalken. Mhm. Aber ich finde diese Messerbalken trotzdem charmant, weil einfach ein bisschen schonender, ne? Ja. Aber nun gut. Mal gucken, dass wir uns das wieder... Ja, das ist ja nicht weg. Wir haben ja schon neue Klingen, wir müssen jetzt neue Lager haben. Da hat Michael noch von Grüner Wolf-Kanal, verlinke ich hier oben, aber wenn ich es nicht vergesse, ganz netter Typ. Der hat mir angeboten, er hat noch so ein paar Teile von seinem Schlachter. Mhm. Der wollte mir da was zukommen lassen, aber das liegt an mir. Ich habe ihn noch nicht fotografiert, was ich jetzt genau brauche. Von daher, ja. Aber nee, es läuft und es macht Spaß und es funktioniert auch ganz gut. Mit dem Sound, da, wie gesagt, warte ich mal auf eure Kommentare. Das Video ist noch nicht online zu der Zeit. Und ja, dann mache ich jetzt mal ein bisschen weiter und dann hört ihr jetzt schon die Musik so ein bisschen reinlaufen. Na, der Beat kommt und dann würde ich sagen, geht's ab. Ab in die Lüfte. So, ich habe jetzt hier die Ecke fertig. Nur ist das große Stück dran. Aber, irgendwie ist eine Klinge weg. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe Ersatzklingen. Aber... der Klingenhalter, dieser Stift, der fehlt. Das ist mir auch nur aufgefallen, dass die Klinge weg ist, weil er mäht tatsächlich ja immer noch gut. Also ich merke da jetzt keinen großen Unterschied. Ab und zu, wenn ich darauf achte, dann sehe ich, dass hier so ein leichter Wellenschnitt ist, also so ein bisschen wellig. Könnte ich theoretisch mit leben. Hier sieht man es auch. Ne? Das ist mir tatsächlich erst auf der letzten Runde, ist mir aufgefallen. Aber anhand des Wellenschnitts hier, sehe ich, dass es schon ein bisschen länger ist. Und zwar vibriert die Maschine. Wieso vibriert denn das Teil jetzt so? Bis ich erst mal darauf gekommen bin, dass eine Klinge fehlt. Das ist natürlich super, ne? So, hier sieht man es. Hier ist der Klingenhalter. Also, so, Klinge, ne? Hier ist keine drin, logischerweise. Aber hier müsste wieder eine sein. Und hier ist keine. Und hier ist aber auch kein Stift mehr, wo die Klinge hätte sein können, weißt du? Also ist irgendwo die Klinge abgeflogen, aber ich weiß nicht wo. So kann ich ja nicht weitermähen. Mit dem Vibrieren mache ich mir wahrscheinlich ja die ganze Maschine kaputt, denke ich, ne? Das können die Lager doch wahrscheinlich nicht ab. So, dann muss ich mir irgendwie mal gucken, ob ich jetzt weitermähen, also ob ich das reparieren kann fix, oder ob ich das tatsächlich wieder aufgeben muss und wieder jemanden anrufen muss, wegen so einem Quatsch. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, oder? So, dann muss ich mal gucken, wie das überhaupt das Patent aufgebaut ist. Ja, dass ich den Teller runter wegkriege oder so. Ja, was ist da jetzt abgerissen? Der Klingenhalter. Muss ich gucken, wie schwer das Ding ist. Das ist schwer. Okay. Alle Finger noch dran? Ja, alle Finger noch dran. So, hier sieht man es. Kannst du mal gucken. Das ist der Klingenhalter. Mhm. Und da ist das Messer dran. Mhm. Und hier, die sind sowieso schon ziemlich weit hin, die Klingenhalter. Hier ist nur die Schraube raus, kann man sagen. Mhm. Und dann werde ich da eine Schraube reinschweißen, mhm, damit das... weiter. Und dann werde ich mir mal ein paar neue bestellen, glaube ich. So. Hier ist eigentlich, bist du da mit der Kamera? Ja. Hier ist eigentlich ein, wie nennt sich so ein Bolzen drin. Dann muss ich natürlich gucken bei den anderen, wie lang der ist. Das heißt, ich werde mir jetzt den einen abbauen. Egal welcher, und dann bastel ich mir das nach. So. Oh.
Guck, das ist Heile. Und das ist weg. Heile und weg. Läuft bei mir, ne? Rückwärts und bergab, aber ist was. Ja, heute wohl. Ja, ist gut. Kann man machen, ne? Aber gibt Schlimmeres. Ich bin ja froh, ich weiß ja nicht, wo die Klinge geblieben ist. Bin ja froh, dass die keine getroffen hat. Also von daher alles gut. Wäre die da drunter weggeflogen? Ja, ich weiß es ja nicht. Bestimmt, oder? Wenn das Ding, je nachdem, wie das abreißt. Aber ich denke mal schon, dass es irgendwo hingeballert ist. Ne? Also wir schon bei Mähen wieder. Bei Mähen? Beim Wenden. Ist das geil? Aus dem einfachen, wir mähen mal ein bisschen die Wiese, langweilig, tralala, ist direkt ein Schraubervideo geworden. Das ist doch geil, oder? Naja, eigentlich auch nicht, aber so ist es bei mir irgendwie. Wenn du altes Zeug hast, dann hast du halt immer Salat, ne? So, ich habe auf jeden Fall eine schöne Schraube, ja, die komischerweise genau den Durchmesser hat. Das heißt, die schneide ich mir jetzt auf Maß. Schleift die ein bisschen jünger, weil die passt natürlich hier nicht durch. Lauch ist zu klein. Schleift die jetzt so, dass die da reinpasst. Werd mir dann eine Nut schleifen, weil komischerweise. Oh, das heißt, es ist halt Luft, ne? Es muss aber, glaube ich, auch. Das ist 19 und das hier ist. Was ist das überhaupt? 16, ne? Ja, 16. Und das hier ist auch M16. Wollte ich den schon drauf machen. Ja, und so mache ich es dann auch, dass es auch so passt. Schneide ich mal kurz ab. Bisschen verjüngt und siehe da, nun passt das da schön rein. Dann kann ich das schön verschweißen, ne, wisst ihr? Und diese gleiche Kerbe, die mache ich jetzt hier oben auch nochmal rein, aber dann in groß, damit die Klinge da reinfällt, ne? Und anschließend schleife ich das auf Höhe. So, Nut drin. Und jetzt bleibt die da auch drin hängen. Tiefer will ich die eigentlich nicht machen, sonst nehme ich viel Material weg und das soll ja auch ein bisschen halten noch, ne? Auch wenn die jetzt nur noch den halben Hektar müssen. Trotzdem, das soll eben safe sein, ne? Fertig, so sieht es original aus. Und jetzt kann ich ihn hier auch einhaken. Ich habe sie hier nochmal verschweißt und das dient auch der Auflage, weil es hier unten auch noch mal so ein bisschen pilzig ist. Habe ich das hier unten jetzt einfach verschweißt, dass die Geschichte nicht hier so wegrutschen kann. Von der anderen Seite habe ich das halb weggeschliffen, dass es dann quasi noch richtig schön verbindet. Trotzdem noch. Ja. Und nun hoffe ich mal, dass ich keinen Fehler gemacht habe und dass das hält. Das wäre nicht schlecht, ne? Hier ist die neue Geschichte drin. Passt sehr gut. Und hier sind die alten. Ja, dann auch ein neues. Aber jetzt gibt es erstmal Abendbrot. Dann geht's aufs Land testen. So, Abendessen vorbei. Jetzt testen, ob es läuft, wa? Einmal hin und zurück gemäht. Mäht sehr gut, wirklich sehr gut. Die Dinger, die verstellen sich scheinbar leicht. Ich habe die jetzt ordentlich festgekeilt. Die hatten sich nämlich einmal komplett wieder so tief gemäht, also so tief gevibriert vorhin. So, jetzt wollen wir mal gucken,
was jetzt Phase ist. Eine Klinge, das ist glaube ich die neue, wa? Klinge Nummer 2. Und Klinge Nummer 3. Ja. Und die hier war die neue. Jo, hält. Scheint zu halten. Sehr gut. Hier ist auch noch alles gut. Dann können wir jetzt ja weitermähen. Übrigens, wir können mal gucken, wie die Klingen jetzt aussehen. Boah, da kannst du aber nicht meckern, ne? Ja, alle Klingen noch dran. Perfekt, dann hat die Reparatur geglückt, ist geglückt. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch so. Jetzt würde ich sagen, aber jetzt wirklich Musik an, hört den Beat und jetzt festhalten, es geht in die Luft. Auf geht's! Nun hat er auch mal wieder Temperatur, der Kleine. Der Tank ist fast leer. Hat doch mit leichten Stockungen ganz gut geklappt, oder? Einzige, was ich nicht weiß, was echt komisch ist, dass ich immer so eine, man sieht es im Licht, so eine kleine Kerbe hinter mir herziehe. Das ist immer die Innenseite. Also sprich diese Seite, die zu tief steht. Zumindest für den Moment, wenn ich fahre, wenn ich jetzt nochmal darüber fahre quasi, dann ist die ein bisschen tief und haut mir da so eine Kante rein. Ich habe geguckt, das hier ist aber gleich hoch, hat sich auch nicht gelöst. Da hinten hat sich es einmal gelöst gehabt, da muss ich dann nochmal nachjustieren. Das hat aber alles nichts damit zu tun. Ja, weiß ich auch nicht. Eins. Ich wollte gerade sagen, Moment. 2 und Nummer 3. Ja. Und vom Zustand her, ey, tipptopp, ne? Da ist nichts dran. Liegt aber auch daran, weil ich wenige Mauerzüge habe und eigentlich auch keinen Erdkontakt groß hatte. Und das Ganze natürlich relativ hoch auf 7 cm oder 7 bis 8 gestellt habe. Ja, das ist doch gut. Aber mit diesem neuen Geräusch, mit dem Heulen, das will mir nicht in den Kopf. Ich weiß nicht, was das ist. Da bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. Jo, gut. Dann, übrigens, habe ich jetzt so ein Gentleman's Agreement mit den Insekten geschlossen, so für mich selber. Wenn ich schon mit der Schleuder da arbeite, dann wenigstens in den Abendstunden. So wie jetzt. Wir haben es jetzt 20:09 Uhr. Ja. Und wie man sieht, also ihr seht es jetzt nicht, aber hier fliegt fast nichts mehr rum.
alles schon im Bett, die ganzen Bienchen und was weiß ich, was alles rumkreunst, ist alles jetzt schon im Bett. Das heißt, hexe dich nicht mehr durch. Ne? Ich glaube, das ist so ein Kompromiss, den man machen kann. Gerade wenn man jetzt nicht auf Hektarjagd ist, ne? Dann geht das eigentlich. Okay, so, kein Reh jetzt drin gewesen zum Glück und sonst auch keine weiteren Vorkommnisse, außer der eine Halter, den ich aber kurzfristig reparieren konnte. Dann schwingen wir uns mal auf den McCormick und dann geht's weiter. So, der nächste Morgen, naja, Vormittag, die Sonne ist wieder schön rausgekommen und jetzt geht's einmal ans Auseinanderwenden. Wir wollen das Ganze so ein bisschen an die Luft bringen und dann nehmen wir den McCormick dafür, ist ja klar, weil sparsam und jo, der ist ja ideal für das Gefährt. Hier nochmal das Gemähte von gestern. Ja, so soll es sein. Ne? Sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, einzig mit der ollen Kante hier, das habe ich hier auch schon gehabt. Ist mir hier noch gar nicht so aufgefallen, dass immer die innere Seite, warum auch immer, so ein bisschen diese Spur macht. Ne? Immer tiefer. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Naja, aber auch das kriegen wir bestimmt raus und hin. Ich habe auf jeden Fall die Höhenverstellung beide schön eingemessen. Das ist alles beides gleich gewesen. Die Zapfwelle habe ich gerade gehabt, so wie Stefan mir das erzählt hat. Und ja, Oberlenker auch. Schön, dass das Ding in Waage ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sicher erfahren. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob hier vielleicht noch ein bisschen Sprit drin ist. Oh, das sieht gut aus. Da kann ich ja noch meine ganze Heuernte und noch eine mitmachen. Wasser hatte ich schon nachgeguckt. Vorglühgespräche. Aber momentan habe ich gar nichts zu erzählen. Ja, außer, dass ich eine Gräserpollenallergie habe. Gut, ne? Fun Fact. Mr. Motor hat eine Gräserpollenallergie. Und macht Heu. Das ist dann quasi meine, wie nennt sich es, Desensibilisierung kannst du, glaube ich, machen beim Arzt. Mache ich auch. Machst du dann halt nur auf der Weide. Direkt an der Ernte. Ja, nee, ich habe hier tatsächlich Gräserpollen. Früher richtig starke Probleme gehabt. Mittlerweile geht's. Ich nehme mal meine Tablette und jetzt ein bisschen Nasenspray, sonst würde ich gar keine Luft kriegen. Und ich sehe immer so ein bisschen bekifft aus jetzt, weil ich immer so leicht rote Augen habe. Das liegt aber, wie gesagt, an meiner Allergie. Das ist einfach so, ne? Genau. Kannst du nichts machen. Deswegen jetzt sich einschränken, solange ich keine Allergieschocks kriege, gibt's ja auch. Und dass du dann richtig am Rumspacken bist und irgendwelche Asthmaanfälle kriegst, das habe ich Gott sei Dank nicht. Von daher ist alles gut, ich will mich nicht beschweren. Es gibt Schlimmeres. So, müsste jetzt reichen. Jawohl. Luft halten sie auch noch alle, die Reifen. Genau, dann fahren wir den Zossen mal hier aufs Land. So, nun steht er hier. Nun mache ich mal ganz kurz die Welle an. Und lass das Ganze mal jetzt anlaufen. Vorsichtig. Das sieht schon gar nicht so scheiße aus. Vielleicht noch ein bisschen höher. So, damit kippst du hier nämlich die Neigung. Die ist ja nun hinten auch wieder mehr mit. Aber so ist, glaube ich, zu hoch. Ja, so ist, glaube ich, nicht schlecht. Weil mit der Spindel, da kippst du, also bestimmst du die Neigung von dem ganzen Gespann. So, und jetzt kratzt er so gerade. Man darf auf jeden Fall nicht in die Erde kommen mit dem Ding. Also mit den Zinken, sonst nimmst du Dreck mit auf und dann kriegst du Dreck ins Futter. Das willst du natürlich auch nicht. Aber man soll natürlich auch keinen halb liegen lassen. Ne? So, ich probiere es jetzt einfach mal so, fahr mal ein paar Meter und dann gucken wir mal. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Bisschen tiefer kann ich noch. Aber ne, ich lasse ihn erstmal so. So, und dank Areomatik kann ich jetzt ausmachen und die Zapfwelle läuft weiter. So, dank Agreomatik, Baujahr 58, fortschrittlich, kann ich einfach anhalten und die Zapfwelle läuft weiter. Ohne Doppelkupplung.
So, auf jeden Fall sieht das doch schon ganz gut aus. Er nimmt alles schön mit. Lässt auch nicht viel liegen, eigentlich gar nichts. Und trotzdem ist er, wie man sieht, nicht in der Erde am Rumfummeln. Ne? Verteilt das ganz schön, also wie ich, der Heurebell. Wie gesagt, ist zwar gezogen, ist nur ein bisschen ein Nachteil, ne? Aber das ist alles für mich vollkommen ausreichend. Komme ich super mit klar. Ich drehe jetzt meine Runden, einfach nur den Hebel nach vorne, ohne Kupplung, und dann geht's los. Ja, und ich fahre jetzt natürlich gleich schneller, ne? Das ist ja nur zum Ausprobieren, dass ich so langsam fahre. Ich fahre gleich schneller. Also, bis gleich. Seht ihr gar nichts. So. Das war der erste Rutsch. Beim ersten Mal wenden, da muss der Trecker immer Vollgas laufen. Tatsächlich, weil volle Drehzahl, also für ihn volle Drehzahl, der muss dann ordentlich schnell drehen, der Wender. Damit du erstmal das Zeug weit genug auseinanderkriegst und damit die Heime einmal angebrochen werden. Ist wohl förderlich zur Trocknung oder was. Ich bin da auch kein Profi drin, aber ich habe es mal halt angelesen und angehört. Danach späterhin dann langsamere Drehzahl, damit du das Heu nicht kaputt haust. Ne? Genau. Damit du das Heu nicht kaputt haust. Ne? Genau. Genau. Also, ich sehe es gerade, 40 Minuten sind wir jetzt schon an dieser Stelle. Da machen wir an dieser Stelle auch Ende Banane. Im nächsten Video geht es weiter, Doppel-Deutz Action. Ja? Und McCormick 323 auch am Start. Also quasi drei Trecker in einem Video. Nächste Woche, jetzt Samstag. Genau, jetzt Samstag geht's raus. Pressen. Wenden, Schwaden, Pressen. So rum. Das alles im nächsten Video verpackt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schrauber Action, natürlich ging wieder nicht alles perfekt, aber es hat trotzdem gut funktioniert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Samstag wieder.